So, liebe Zuschauer, und jetzt ist er bei mir, der Sportdirektor des FSV Zwickau, Toni Wachsmuth. Herzlich willkommen. Hallo. Hier in Gera. Und ist doch bis jetzt lockerflockiges, schönes Übungs- und Testspiel für den FSV Zwickau, oder? Ja, also bis jetzt passt das alles soweit. Spielen uns viele Chancen raus, nutzen die auch. Das ist schon in Ordnung, ja. Sind Sie froh, dass vorhin Klärchen doch gesagt hat, ich verziehe mich ein bisschen, damit es heute nicht noch zu den 28 Grad noch den vollen Planeten gibt, der kracht hier aufs Spielfeld? Ach, na ja, also ich muss ja nicht spielen. Also von daher, nee, es ist natürlich schon so, dass man da auch gucken muss. Aber so ist schon angenehmer, denke ich, auch für die Zuschauer. Macht es ein bisschen mehr Spaß, hier zu gucken. Und ja, unsere Jungs können gut Gas geben. Toni, lass uns über die Personalien beim FSV Zwickau sprechen. Erstmal über eine, die heute schon sticht. Macht einen guten Eindruck, euer neuer Stürmer, oder? Ja, Luki hat heute echt auch gut getroffen. Macht das auch ordentlich, bewegt sich auch gut in die Räume, was wir auch von ihm wollen, und dass er natürlich im Strafraum, wenn er am Ball ist, torgefährlich ist. Was war der Antrieb für euch, ihn vom FSV, vom SV Meppen zu holen? Man muss dazu sagen, dass wir Luki gerne schon letztes Jahr verpflichtet hätten. Als Meppen ja sportlich abgestiegen ist und dann durch die Insolvenz in der Liga geblieben ist, hat sich das dann zerschlagen. Wir sehen bei ihm dann schon, dass er ein Spieler ist mit Potenzial. Ist trotzdem noch jung, hat eine gute Ausbildung bei RB gehabt. Dann Regionalliga gespielt beim BFC, 2 Jahre jetzt dritte Liga gespielt. Und ich glaube schon, dass er auch Attribute hat, die wir brauchen. Also ist dann trotzdem ein großer Spieler, der trotzdem auch athletisch ist. Ja, und wenn er natürlich trifft, ist er immer gut als Stürmer. So, also könnte das ein Pendant werden auch zum King, dass also nicht nur einer in Zwickau Kopfballtore machen kann, sondern jetzt auch noch ein weiterer sozusagen mit dem Lukas Krüger? Nee, ehrlich gesagt ist er eigentlich ein anderer Spielertyp. Also es ist eigentlich nicht der klassische Neuner, nicht der klassische Strafraumstürmer, sondern eher auch einer, der die Tiefe braucht und auch die Läufe macht und dann eher aus der Bewegung kommt. Aber es ist natürlich auch nicht verboten, in der Box Tore zu machen. So, wenn wir gerade bei den Neuen sind, machen wir weiter mit Robert Herrmann. Heute im linken Mittelfeld eingesetzt. Was war die Intention hinter dieser Verpflichtung? Bei Hermi einfach auch ein Spieler für die linke Seite, der die Liga kennt, hat zweite Liga gespielt, hat dritte Liga gespielt. Seine große Stärke mit Sicherheit sein linker Fuß, sowohl aus dem Spiel raus, sehr genaue Flanken, hat man heute auch schon gesehen, sehr gute Standardsituation, was für uns trotzdem immer wichtig ist. Und ich glaube auch, dass er vom Typ sehr, sehr gut in unsere Mannschaft passen kann, wo er ja, jetzt nach den 2 Abstiegen in Würzburg, die natürlich bitter waren, in ein bestehendes Gebilde kommt, in eine intakte Mannschaft. Ich denke auch, dass er sich da wohlfühlen wird. Ich hatte es vorhin schon gesagt, beim Kommentar, natürlich, wenn Mannschaften absteigen wie Würzburg oder auch andere, sind ja trotzdem gute Einzelkönner drin. Die muss man aber dann rauspicken, man muss sie finden und man muss sie integrieren. Ja? Das ist das Problem bei solchen Sachen dann. Ja, gleichzeitig aber auch eine Chance. Dadurch, dass die Spieler dann dadurch oft erstmal ablösefrei werden oder vertragslos werden, dass man da überhaupt eine Chance hat. Und ja, natürlich sind das dann immer Spieler, die dann irgendwo interessant sind. Und man merkt ja auch, dass viele Spieler, zum Beispiel von Würzburg oder auch von Havelse, dann trotzdem bei guten Vereinen landen. So, Neuzugang Nummer 3 hat auch schon sein Türchen gemacht hier, Akbayat. Der kam aus Bayern, aus der Regionalliga Wackerburghausen. Wie seid ihr auf den gekommen? Bei Noor war es ehrlich gesagt so, es war mehr oder weniger ein bisschen Zufall auch dabei, weil wir per Video einen anderen Spieler auch gescoutet haben. Und Noah uns da schon auch positiv aufgefallen ist, weil er gefühlt in allen Offensivaktionen von Burghausen beteiligt war. Und ja, als wir dann die Möglichkeit gesehen haben, auch bei ihm mal anzufragen, ging das auch sehr, sehr schnell. War dann in Zwickau, hat sich alles angeschaut. Wir haben uns da mal im Prinzip einen ganzen Nachmittag zusammen verbracht und waren dann noch in Zwickau auch mal in der Stadt. Und ich glaube, es hat ihm gut gefallen und ging dann auch sehr, sehr schnell, dass er bei uns war. Obwohl Burghausen auch eine sehr schöne Stadt ist. Also ich kenne das noch aus Zweitliga-Zeiten, du wahrscheinlich auch. Also das hat immer Spaß gemacht, dort Fußball zu spielen auch. Aber wenn man eine Liga höher spielen kann, macht man es natürlich gerne. Ich glaube auch. Also gerade für so junge Spieler geht es natürlich auch darum, sich weiterzuentwickeln. Und da ist für ihn jetzt natürlich der nächste Schritt, in eine Profimannschaft zu wechseln. Auch die Abläufe sind bei uns dann schon ein bisschen anders. Also ich glaube, in Burghausen wird dann eher abends trainiert, bei uns dann schon unter Vollprofibedingungen. Die dritte Liga natürlich nochmal ein ganz anderes Betätigungsfeld, wo er sich natürlich auch erstmal reinfinden muss. Aber ja, wir trauen ihm das zu, dass er das kann. Ist dann auch noch jung, ich glaube, ist 20 oder 21, aber das Potenzial hat er. So, das sind die positiven News, Toni. Lass uns über die sprechen, die vielleicht dem einen oder anderen FSV-Fan nicht so gefallen hat diese Woche, nämlich, dass 2 Leute von euch zu eurem vermeintlich härtesten Lokalrivalen wechseln, nämlich nach Aue mit Shikora und mit Nkansa. Waren die nicht zu halten? Wollten die unbedingt weg? Was steckt da dahinter?
Also ich glaube, sie wollten nicht unbedingt weg, aber sie waren eher nicht zu halten für uns. So ehrlich müssen wir sein, dass wir in der dritten Liga natürlich, ja, wenn es um Vereine geht, die auch einfach mehr Budget haben und dann auch andere Verträge anbieten können, dass wir da nicht mithalten können. Das ist uns ein Stück weit klar. Natürlich ist das für den Fußballfan immer noch mal anders als für uns. Für uns ist dann trotzdem Teil des Geschäfts, dass Spieler, wenn sie dann nicht zu halten sind, den Verein verlassen und wechseln. Klar, hat natürlich eine Brisanz, logisch, wird dann nicht weniger für das Duell. Aber nochmal, bin ich mit beiden in einem sehr guten Verhältnis. Wünsche beiden alles Gute, sollen gesund bleiben. Für die beiden auch alles Gute. Natürlich, wenn wir gegeneinander spielen, ruht das dann. Aber ich glaube, die beiden haben auch jetzt nicht nur mir, sondern auch dem Verein unheimlich viel gegeben. Sowohl Marco, als wir ihn dazugenommen haben, was eine der positivsten Überraschungen der letzten Jahre war. Steffen, ein Spieler, der sich immer voll reingehangen hat, dann letztes Jahr auch teilweise Kapitän war, Verantwortung übernommen hat, so auch als Stabilisator war in den zwei Jahren, wo er da war. Deswegen geht man da auf jeden Fall immer im Guten und freue mich schon, sie wiederzusehen. So, und jetzt die große Frage natürlich, Toni, woher kommt Ersatz und vor allen Dingen, wann kommt er? Für wen? Nur für die beiden gestandenen Abwehrspieler. Ja, also Marco Schikora natürlich auch eher so eine Allzweckwaffe gewesen bei uns. Deswegen umso schöner, dass wir mit Max Jansen verlängern konnten, der natürlich auch erstmal die Position vor der Abwehr begleitet. Da auch nochmal einen erfahrenen Spieler, einen ballsicheren Spieler und vor allem auch einen, der unser Pressing forciert. Auch ein wichtiger Punkt bei uns, für unsere Spieler. Wir schauen natürlich, dass wir noch was machen. Ob es jetzt direkt ein Innenverteidiger ist, werden wir sehen. Felix Brandt ist wieder gesund, der letztes Jahr fast komplett gefehlt hat. Wir werden noch im Mittelfeld was machen. Wir werden auch auf den Außenverteidigerpositionen noch was machen. Von daher sind wir auch darauf angewiesen, vielleicht auch ein Stück geduldig zu sein am Markt, weil wir dann nicht die Mannschaft sind, die den Kader gleich am Vorbereitungsstart zusammen hat. Auch eine Budgetfrage, aber A, kennen wir es und B, haben wir da auch sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, auch mit Probetrainings. Auch Marco Schikora, bestes Beispiel, der erstmal eine Woche bei uns mittrainiert hat und wir ihn dann das verpflichtet haben. Und genauso werden wir das auch weitermachen. Das heißt, 3-4 Positionen sind noch vakant beim FSV? Ja, also ich glaube, wenn ich richtig zähle, sind wir gerade 19. Wird auf jeden Fall noch ein dritter Torwart kommen. Und dann, je nachdem, auch wie die Vorbereitung läuft, kommen Verletzungen dazu, müssen wir vielleicht doch nochmal nachjustieren. Werden wir schauen, aber ich denke, dass da schon mal 3-4 Neuzugänge, vielleicht auch sogar 3-4 Feldspieler noch dazu kommen. Und dann ist es ja gar nicht mehr so weit hin, gell? Heute in 4 Wochen startet schon wieder die dritte Liga mit dem Heimspiel gegen Halle. Ist das gleich der richtige Gegner am ersten Spieltag für euch, der passende? Also A, ist das ja super, dass es wieder losgeht dann, also dass gar nicht so lange Pause ist. Ich glaube, auch für die Jungs ist es so. Also Vorbereitung ist dann immer so ein nötiges Übel, dass man sich dann auf die Saison vorbereitet. Aber jeder will spielen und da haben wir natürlich die Chance mit dem letzten Test gegen Queen's Park Rangers zu Hause mit einem Superspiel. Werden dann noch ein zweites Testspiel machen kurz danach und dann natürlich gegen Halle ein schöner Beginn, möglichst volles Stadion, gleich ein Derby, top. So, also du hast gesagt, Queen's Park Rangers, glaube 13. Juli, das Spiel, auf das man sich auch in Zwickau, auch mal ein Heimspiel in der Vorbereitung freuen kann. Jetzt diese Spiele, die ihr gemacht habt, gestern dann in Auerbach, hier in Gera, nächste Woche, glaube ich, geht es ins Trainingslager. Das sind die Spiele zum Einspielen, zum Testen, zum Kaderchecken sozusagen, ne? Ja, auch ein Stück weit, um auch in der Region mehr Präsenz zu haben. Dann auch mal in Gebiete zu gehen, die jetzt nicht unmittelbar Zwickauer Gebiet sind. Hier in Ostthüringen, gestern im Vogtland. Wir werden dann jetzt am Freitag, wenn wir ins Trainingslager fahren, gegen Regensburg spielen, was schon mal der erste richtige Härtetest wird. Wir werden im Trainingslager spielen gegen Vorwärts Steyr als Zweitligist. Ja, dann kommt Queen's Park, dann kommt noch ein guter Test. Also dann gehen natürlich die Spiele los, wo es dann auch wirklich für die Spieler darum geht, sich anzubieten, gute Leistung zu zeigen, um sich für die Startelf zu empfehlen und natürlich immer mehr in den Rhythmus auch reinzukommen, dann gleich, ja, dass man von Anfang an auch gut in die Saison reinfindet. Zwei Sätze noch zum Trainingslager. Wann geht's los? Wo geht's hin? Was ist dort geplant? Also es geht am Freitag los. Das ist der 1. Juli. Wir fahren zuerst nach Regensburg, spielen in Regensburg, fahren dann weiter nach Hinterstoder, das ist in Oberösterreich, haben dort schöne Bedingungen, gute Bedingungen. Geht es natürlich auch ganz viel um Teambuilding, dass die Mannschaft zusammen ist, sich noch besser findet oder die neuen Spieler integriert werden. Wir genau das, was immer unser Faustpfand war, weiter forcieren, dieser Teamgedanke, dieses Kollektiv, dafür ist die Woche da. Wir werden dort gut arbeiten, werden dort hart arbeiten, ein Testspiel machen, werden da auch ein paar Sachen außerhalb vom Fußball machen. Werden wir schauen, auf was für Ideen wir da kommen, gibt es schon ein paar Überlegungen.
Ja, und dann kommen wir zurück, spielen noch einmal in Zwickau, auch eher so ein Spiel für die Fans. Und dann ist dann auch 2 Wochen vor Saisonstart und dann geht es schon ans Eingemachte. Toni, dann ganz herzlichen Dank für diese aktuellen Informationen vom FSV Zwickau. Euch erstmal ein erfolgreiches Trainingslager, eine gute Vorbereitung. Hoffentlich kommen alle verletzungsfrei durch. Nicht so wie bei manchen Vereinen, wie wir es gerade erleben, dass dauernd Spieler ausfallen und ständig die Vorbereitung gestört ist. Alles Gute für den FSV Zwickau und eine tolle Vorbereitung wünschen wir euch. Dankeschön. Ja, vielen Dank.